da war es wieder passiert. Fast erstaunt hörte ich mir selbst zu, wie ich über eine recht kleine Situation schimpfte und meinem Ärger so richtig Luft machte. Was war passiert? Ich fuhr auf der Autobahn, ich war so richtig im Tempo und im Schwung, als plötzlich ein LKW rausfährt und mich zu einem heftigen Bremsen zwingt. Sofort sprang etwas in mir an, der Ärger kam hoch und ich hörte mir zu, wie ich sagte, das ist ja eine Unverschämtheit, das macht er immer, das hat er mit völliger Absicht gemacht, nur um mich zu ärgern. Das war natürlich eine Rede, die völlig Quatsch war, das war ja gar nicht sein Anliegen gewesen. Ärger in einer kleinen Situation, über eine kleine Situation. Ärger ist etwas, was uns von ganz innen mit allem, was wir sind, überfällt. Ärger nehmen wir uns ja nicht vor. Wir sagen ja nicht, so jetzt will ich mich aber mal richtig ärgern, sondern Ärger kommt aus einer Situation, die vorher nicht da war und die wir auch nicht so geplant haben, sondern sie entsteht aus einem Moment heraus. Vor allen Dingen war für mich die Situation die, dass ich eigentlich vor ein paar Tagen dann gebetet hatte, Herr, verändere du mich, lass mich verändert werden in dein Bild, in deine DNA. Lass mich so denken, wie du denkst. Lass mich so sprechen, wie du sprichst. Und jetzt diese Situation. Und dann erinnerte ich mich an einen Text, der steht in Kolosser 3. Da heißt es, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Da war etwas in mir angesprungen, wo ich wusste, ganz tief in meinem Innern, das ist schlecht. Das ist schlecht für mich und Gott möchte das nicht. Der Herr möchte nicht, dass ich so rede und dass ich mich so in den Ärger hineinmanövriere. Die Bibel gibt da ganz praktisch diese Anweisung, leg das ab. Leg das ab. Ich weiß noch, dass wir unseren Kindern, als sie klein waren, über einen ganz bestimmten Zeitraum antrainieren mussten, dass sie alte Kleidung, beschmutzte Kleidung, wo Flecken drauf waren, ausziehen mussten, um neue, frische Kleidung anzulegen. Das war ein Training. Das kam nicht von heute auf morgen. Es war ein Entwicklungsprozess. Und genauso ist das mit Ärger auch. Ärger können wir ablegen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir können den Herrn bitten, dass er uns hilft, dass wir uns in den neuen Menschen hinein bewegen. Denn es heißt, zieht den neuen Menschen an. Lass das Alte hinter dir und streck dich aus nach Neuem. Zieh den neuen Menschen an. Zieh das an, wo du dich wirklich in diese Ähnlichkeit, in dieses Abbild, in dieses hinein entwickelst, was Jesus ist. Wo der Heilige Geist dir hilft, dass du in diese neue, Christuszentrierte Identität hineinkommst. Und ich möchte dir einfach da empfehlen, dass du dir bewusst machst, wenn Ärger in dir hochsteigt, dass du sagst, stopp, Moment mal. Ich möchte dem Ärger keinen Raum geben in meinem Leben, sondern ich möchte ihn ablegen, immer mehr ablegen, um dem Christus in mir ähnlicher zu werden. Und ich wünsche dir, dass du dabei in diesem Bereich erkennst, Gott hat mehr für dich.